In DEFA Studio HD werden Ihre Aufnahmen in Projekten verarbeitet. Ich lege mir zunächst ein neues Projekt an und speichere dies. Nun kann ich meine Aufnahmen hinzufügen. Mit einem Klick öffne ich das Dateiauswahlfenster. Hier sehen Sie bereits eine Besonderheit. Unser Receiver hat für diese Aufnahme einen Ordner angelegt mit mehreren Dateien. Er unterteilt hierbei die Aufnahme nicht nur in eine einzelne Datei, sondern auch in dazugehörige Folgedateien. Sie sehen dies, hier ist die erste Folgedatei, die zweite Folgedatei und die dritte Folgedatei. Diese Dateien hier, die kleinen, sind eigentlich nur Steuerdateien für den Receiver und nicht für die Verarbeitung notwendig. Ich öffne zunächst hier mal eine Aufnahme. Sie sehen, die Aufnahme wurde geladen, Sie sehen die Dateigröße und man kann hier nun durchscrollen und sieht, die Aufnahme hat ca. 13 Minuten Spielzeit. Nun öffne ich die weiteren Folgedateien, die zu dieser Aufnahme gehören. Erste. Danach öffne ich die zweite Folgedatei und die dritte Folgedatei. Obwohl nun alle drei Folgedateien geladen sind, steht mir immer noch nicht der gesamte Film in der Verarbeitungsleiste zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier in der Zeitleiste entsprechend durchscrolle, sehen Sie auch, dass hier auch in dem letzten Teil nur ca. 12 Minuten vorhanden sind. Die Gesamtaufnahme ist aber deutlich größer. Deswegen muss ich nur diese Dateien zusammenfassen zu einer Datei. Dies geschieht über diesen Button. Mit einem Klick werden automatisch diese Dateien zusammengefasst und es wird nur eine einzelne Datei dargestellt. In der Datei sehen Sie bereits schon die Gesamtgröße der Aufnahme. Und Sie sehen auch die Anzahl, die in dieser Datei enthaltenen Folgedateien. Ich kann genauso gut auch hier diese Aufnahme wieder auftrennen in einzelne Dateien. Das heißt, ich klicke einfach diesen Button an und nun wird meine Aufnahme, die ich zuvor zusammengefasst habe, wieder aufgesplittet in ihre einzelnen Dateien. Dies benötigt man zum Beispiel, um eine Aufnahme gegebenenfalls aus der Zusammenstellung auch wieder zu entfernen. Das heißt, ich selektiere jetzt diese Aufnahme an, könnte sie gegebenenfalls auch mit den Tasten hoch und runter schieben, um die Reihenfolge der Aufnahmen zu verändern oder entsprechend über das rote Kreuz die Aufnahme auch zu löschen. So wie ich eine Einzelaufnahme lösche, kann ich auch über eine Mehrfachselektion alle auf einmal löschen. Ich möchte Ihnen nur die Möglichkeit zeigen, wie man auch auf eine andere Art und Weise schneller eine gesamte Aufnahme laden kann. Ich klicke wieder auf meinen Ordner und lade mir entsprechend mit der Mehrfachselektion meine Aufnahmen. Das heißt, ich drücke jetzt die linke Steuerungstaste, klicke alle Dateien an, die zu meiner Aufnahme gehören und mit nur einem Klick auf Öffnen öffne ich jetzt hier die gesamte Aufnahme. Das Programm erkennt hier, dass es sich um Folgedateien handelt und bietet mir das Zusammenfassen an. Mit nur einem Klick wird die Aufnahme geladen und gleichzeitig zusammengefasst. Sie sehen, auch hier ist wieder die Gesamtaufnahme zur Verfügung. Ich entferne mir das Ganze nochmal, denn es gibt eine noch weitere Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen, und zwar über den Arbeitsplatz. Hier habe ich jetzt die Festplatte Hobby-Label des Receivers. Wenn ich nun diese Aufnahme öffne, finde ich in dem Verzeichnis Record die weiteren Unterverzeichnisse mit den jeweiligen Aufnahmen. Und hier ist auch meine Aufnahme von der Südsee. Ich ziehe nun mit der Maus diesen Ordner direkt in das Programm hinein. Das heißt, Datei anklicken, rechte Maustaste halten, in das Programmfenster bewegen und einfach nur die Aufnahme dort loslassen. Auch hier kommt sofort wieder die Meldung zum Zusammenfassen und Sie können die Aufnahme mit nur einem Klick direkt in das Programm einfügen. Nun folgt die eigentliche Verarbeitung meiner Aufnahme.